Hi Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Bomber Crew. Jawohl, zum 21. Mal. Und heute gehen wir die Sache mal anders da an, denn ich werde ein Video von einem anderen YouTuber hier mit einbringen. Und dazu gehen wir mal auf unser Flugzeug, schauen uns das Motto des Tages an. Weil das ist eine längere Sache. Das können wir schlecht machen, während die Mission läuft, darüber schwätze. Das geht nicht. Und hier, unser was geht's? Experiment, Völkeraustausch. Ich werde jetzt hier erstmal ein kleines Video einfügen. Das ist ungefähr 3 Minuten lang von Hagen Grell. Das hat er der Community zur Verfügung gestellt. Jeder kann das runterladen. Und ich berufe mich hier auf Fair Use. Damit es ja auch kein Azure gibt, wie Copyright oder so Zeug. Ich werde dann alles unten in der Box verlinken. Von wem die Quelle sind, wem das gehört, die Rechte und sowas. Das machen wir jetzt, okay? Da gucken wir uns das jetzt mal kurz an. Das ist wichtig. Viel Spaß. Zum Zweiten, dass wir hier ein historisch einzigartiges Experiment wagen, und zwar eine monoethnische, monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Wo sind denn die Ursachen zu sehen für diese Entwicklung? Warum ist denn das Grundvertrauen in die etablierte Politik so zurückgegangen? Die Populisten steigen ja seit vielen Jahren in vielen Ländern auf. Das bedeutet, man muss jetzt ein bisschen auch vergleichen schauen. Und da sind 3 Gründe sehr wichtig. Zum ersten Mal die wirtschaftliche Stagnation, dass selbst wenn es im Land relativ gut geht, viele Menschen das Gefühl haben, so wirklich besser als meine Eltern geht es mir nicht, meinen Kindern wird es vielleicht noch mal schlechter gehen. Zum Zweiten, dass wir hier ein historisch einzigartiges Experiment wagen. Und zwar eine monoethnische, monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Das kann klappen, das wird, glaube ich, auch klappen, aber dabei kommt es natürlich auch zu vielen Verwerfungen. Und drittens, dass dieser Ärger, diese Wut auf die Politik gebündelt wird durch das Internet, durch das es eben gerade einfacher wird, Hasskommentare abzulassen, Propaganda zu machen und sich auch für extreme Politiker politisch zu organisieren. Haben wir gerade in dem vorhergehenden Film auch gesehen. Was müssen denn die Parteien, vor allem die Na Leute, das ist doch mal ein dicker Hund, oder? Wir sind die Ratten im Labyrinth, die Mäuse beim Test. Joshua und seine Genossen haben beschlossen, uns alle auszutauschen. Sie wollen eine neue Rasse züchten in Europa. Das nennt man allgemein Völkermord, ein Genozid, kulturelle Vernichtung. Nichts anderes ist es. Das ist ihr Ziel. Was sind denn das eigentlich für Leute? Die UN, die EU? Wir sind da mittendrin zurzeit. Versucht man uns das auch noch schmackhaft zu machen? Akzeptanz nennt man das. Weltoffenheit. Der Mann sitzt in den Tagesthemen und erzählt, dass er uns abschaffen will. Und was fällt der Reporterin ein? Nichts. Sie bestätigt ihn, anstatt dass sie ihn fragt, ja, was er damit genau meint. Das wird einfach ignoriert. Schweden ist ein wunderbares Beispiel dafür. Die sind ja viel weiter als bei uns mit ihrem Gutmenschentum, mit ihrem Blödsinn. Dort gilt es schon als rassistisch, wenn eine Frau sagt, ich wurde von einem Immigranten vergewaltigt. Da kriegt die Ärger. Ich werde dazu unten ein Video verlinken. Tja, und wer ist eigentlich dieser Joshua? Er ist Deutscher, Jude und angepisst von uns Deutschen. Er hat sich doch niemals als richtiger Deutscher gefühlt, der arme Kerl.
Und wer ist daran schuld? Die Deutschen. Jawohl, überall Antisemiten, wo du hinguckst. So ist das. Was war seine Antwort? Er ist emigriert nach Amerika. Kommt wahrscheinlich mit dieser Gedankenwelt in Berührung hier. Ausrottung der Europäer durch Umzüchtung. Ja. Und das findet er gut für Europa. Einen gigantischen Holocaust. Seine Endlösung für Europa ist der Austausch aller Völker, vor allem der Deutschen. Unterstehe, wen will er sie austauschen? Durch sogenanntes Bundesvolk, also Neger und Araber. Die sollen sich mit den Europäern vermischen und eine neue Rasse gründen. Was der gute Joshua aber vergisst, größtenteils kommen nur Araber. Die Araber sind Mohammedaner, die Mohammedaner hassen die Juden. Laut dem Islam kann der jüngste Tag nur kommen, wenn die Juden total ausgerottet sind. Also seine Maßnahme gegen den so gut wie nicht vorhandenen Antisemitismus bei Deutschen, ist es, den islamischen Antisemitismus hier anzusiedeln. Das ist ja mal ein ganz ein schlauer Plan von dem. Wird bestimmt funktionieren, Leute. Das, was er uns hier schmackhaft machen will, während seiner kurzen Rede. Entschuldigung, das viele Rede macht mir der Hals trocken. Wird nur zu einer Sache führen. Der Ausrottung des Judentums in Europa. Der Ausrottung der europäischen Vielfalt an Völker, Kulturen. Wir haben nämlich schon eine multikulturelle Gesellschaft in Europa. Das sieht nur keiner. Ja, da wird gesagt, die ist nicht multikulturell, weil wir weiß sind. Daran liegt's. Wo waren wir stehen geblieben? Vielfalt an Kulturen und die Ausrottung der europäischen Vielfalt an Kulturen durch einen Massengenozid, kulturelle Vernichtung, die seinesgleichen in der Weltgeschichte suchen wird. Dagegen ist der Holocaust ein Picknick. Ich will den nicht verharmlosen, es war eine furchtbar schlimme Sache. Und das Geile ist, keiner hat uns gefragt, ob wir das wollen. Irgendwelche Leute denken sich irgendwelchen Mist aus und wir müssen das schlucken. Das ist unser Land, unser Leben, die Zukunft unserer Kinder, Urenkel und Ururenkel. Und irgendwelche Leute beschließen, sie kaputt zu machen, weil sie uns ihre Ideologie aufs Auge drücken wollen. Das sind Fanatiker. Der spricht von einer Monokultur, weil wir weiß sind. Kein Mensch würde darauf kommen, in Afrika von einer Monokultur zu sprechen und sie vernichten zu wollen, weil sie schwarz sind durch Ansiedlung von anderen Rassen. Da unten ist ja immer alles Multikulti. Die sind ja so bunt. Ja, das ist wahnsinnig, ist das hier. Und die Gehirnwäsche, dass wir das akzeptieren, ist voll am Laufe. Auch hier in dem Spiel. Soll ich es euch mal zeigen? Ich zeig's euch, warte mal. Dazu müssen wir in den Überblick gehen und gehen nochmal in die Crew-Ausrüstung hier. Da zeige ich euch was. Okay. Dieses Spiel soll ja. Ja, es ist fiktiv, gell? Es ist auf China zugeschnitten. Aber trotzdem, es spielt im Zweiten Weltkrieg bei der englischen Luftwaffe, bei der Royal Air Force. Die Royal Air Force ist ja nicht dafür bekannt, dass sie viele schwarze Piloten hatte, Araber oder Frauen. Guck, hier sind alles hier, Frauen, Araber. Guck, hier haben sie eine Araber, hier haben sie blaue Augen verpasst. Ja. Das ist zurzeit bei den Engländern ganz groß in, zu so erzählen. Ja, die Engländer, die hatten schon ihre Vorfahren durch die Römer, durch die Legionäre, Haufe Schwarze ins Land geholt, die haben sich da mit der Frau vermischt und in jedem Engländer steckt ein Neger. Ja, das ist da jetzt gerade in. Wird drüber geschwätzt hier. Guck, hier könnt ihr es sehen hier. In der Royal Air Force gab es keine Frau, die waren höchstens beim Sanitätskorps oder die waren bei der Luftüberwachung, aber die waren nicht im Kampfeinsatz. Und hier überall Neger. Die englische Pilote hätte gestreikt, hätte die Neger neben sich sitzen haben müssen. So einfach ist es. War nämlich ganz schön rassistisch, die Leute. Ja, und jetzt gucken wir mal im Briefing. Schauen wir uns mal hier die Feinde unserer bunten Truppe hier an. Guck hier, da, ach hier, guck.
Gehen wir hier mal auf die feindlichen Asse. Ah, das kann man jetzt hier schlecht sehen. Aber auf jeden Fall, die sind all weiß. Ja, da gibt es zwar hier auch Frauen, aber die sind alle weiß. Okay, die böse Weiße. Und die haben alle auch blaue, stahlgraue Augen. Bis auf so eins, zwei Stück, die haben rote Augen wie der Teufel. Da wird unerschwellig eine Botschaft vermittelt, Leute. Für die Kinder. Und für Leute, die so nicht drauf achten, weißt du. Es ist aber da. Unerschwellige Botschaft, wo du hinguckst. Hier, guck hier, da. Hier schon wieder. Die Welt ist bunt. Na, kommen da welche rein? Nee, da kommt keiner rein. Guck, hier steht auch wieder ein Schwarzer, da ist ein Weißer. Es sind alles unerschwellige Botschaften, die unters Volk gebracht werden. Damit will man eine Akzeptanz schaffen. Hier, guck, die waren schon immer da. Hier, das ist dann für die Kinder, die wachsen damit. Oh, für die ist das dann ganz normal. Hier, vor 20 Jahren hätte man so, hätte das in so einem Spiel nicht gegeben. Da wären die all weiß gewesen, durch die Bank weg. Tja, so ist es. Man will uns austauschen hier. Und man tut uns den Kopf waschen. Ihr guckt euch doch nur mal die Nachrichten an, die Tagesschausprecher, was da jetzt alles ist. Ja, lauter buntes Volk. Das hat es vor Jahren noch nicht gegeben. Aber man will uns ja vermitteln, man muss sich an den Bevölkerungsspiegel anpassen. Das will man uns vermitteln. Guck hier, der Neger hier, guck hier draußen. Grüne Auge. Gibt es Neger mit grünen Augen? Es gibt kein grünes Auge bei Neger. Das ist höchstens ein Mischling. Das will man uns vermitteln hier. Auf, alle schön buntig mische. Dann wird das alles gut. So läuft es. Tja, jetzt habe ich mich genug darüber ausgelassen. Jetzt wollen wir spielen. Ah, feindliches Ass. Ich will kein feindliches Ass hier. Nee, wir machen erstmal das hier. Was ist das? Flügelbombelblitz. Nehmen wir mal Flügelbombelblitz hier. Ein paar Wunderwaffen kaputt machen hier. Von der böse weiße Nazis in dem Spiel. Da gehen wir jetzt mit unserer bunten Truppe hin. Machen die all kaputt. Ja, mir gefällt das Spiel trotzdem. Auch wenn ich weiß, dass man mich da unerschwellig manipulieren will. Ich tue ja den Leuten von Ranatak ja nicht mal einen Vorwurf machen. Ich glaube, die machen das ja nicht mit Absicht hier. Die wollen sich nur dem Markt anpassen. Der Markt verlangt das jetzt hier. Ihr müsst bundisch und offen sein hier. Anpassen. So, Fahrwerk einfahren, sonst vergesse ich das wieder. Sparen gehen. So, übliche Scheiße. So. Ja, so ist es heute. Die Gehirnwäsche läuft. Wir werden ausgetauscht. Keiner hat uns gefragt, ob wir das wollen. Es wird einfach getan. Wir haben nichts mehr zu melden. Ja, die Sachen im Gebiet, so ein Scheiß. Ass, das gefällt mir gar nicht hier. Wenn wir gleich wieder schwer Eingeheitskriege, gehen wir gleich kaputt. Ich hab so im Urin. Naja, was soll's. Ist ja nur ein Spiel, gell? Das sagen wir zu allem. Ist ja nur ein Spiel. Ja, die Leute von Ranatak, die machen das ja auch nicht mit Absicht. Die bedienen auch nur ihren Markt. Sie müssen das machen. Zack. Schnell markieren. Kurswechsel aufs nächste Ziel. Machen wir die Klappe zu, oder sind wir schon zu nah? Als dass sich das groß lohnt. Ach, wir lassen es auf. Ich bin schon auf Fokus. Alle auf Fokus, die auf Fokus gehen können.
ganz vergessen. Ah, da ist Dings unterwegs. Ah, jetzt sind wir drüber weg. Ah, müssen wir nochmal anfliegen hier. Müssen wir nochmal anfliegen. Mal erst die Bombe ab, bevor wir hier was anderes machen. Hier erstmal die Bombe abwerfen. Oh, da ist, guck, da ist ein V2 unterwegs hier. Seht das? Flügelbomb. Holt's runter, Jungs. Terrorwaffe. Muss man abschießen. Da steht noch eine Rakete drauf. Ich will die kaputt machen. Haha, siehst du? Erwischt. Komm, hier machen wir mal die Klappe zu, damit das Flugzeug schneller schießt hier. Fliegt. Hey, dann machen wir die Klappe wieder auf, weil wir gleich da sind. Eieiei. Ja, da ist er V2 gestartet hier wieder. Haben wir verpasst. Wo ist er? Da ist er. Ich glaube, wir vermasseln die Mission hier. Eieiei, das ist uns auch noch nicht passiert hier, oder? Dass man hier Scheiße baut beim Flügelbombelblitz. Das haben wir auch noch nicht gemacht hier. Ja, da ist die Sonne ja schnell, Mann. Ei, jetzt wird's gefährlich hier. Jetzt können wir einfach passt. Hier alles raus. Die letzte Dings kaputt. Nein, das hab ich jetzt verpasst. Ah, das hab ich jetzt versaut. Ah, Mist. Eieiei. Na, da können wir auch wieder heimfliegen hier. Foto. Muss ich deswegen ein bisschen vom Geld her lohnt. Ah, habe ich die jetzt zu spät abgeworfen. Auf uns hier mit allem, was ihr habt. Schieße. Da können wir die Mission nochmal neu machen. Macht gar nichts. Machen wir das neu. Ja, da waren sie.
fliege ich mal heim. Oh, gehen wir auf mittlere Höhe. Okay, gehen wir mal nach dem Sprit gucken. Der Knabe geht wieder hoch in sein Geschütz. Ne, komm, den tun wir hier hin. Ja, komm. Blaue Hoffnung geht wieder vorne hier rein, hier. So. Schön. Schieße. Immer schön schieße. Ja, da ist ein. Vielleicht kriegen wir sie ja, die V2, wo dann die Luft unterwegs ist. Gehen wir mal nach unten. Notsturzflug nach unten. Vielleicht können wir die ja noch abschießen hier. Da war doch auch ein hier vorne. Da, guck, vielleicht kriegen wir sie ja. Mal gucken. Kommen wir da nah genug dran zum Abschießen? Da müssen wir den Kurs selbst setzen hier, um die abzufangen. Komm, gehen wir mal hier so. Oh, da ist immer ein Eingeschlagen am Boden, habt ihr es gesehen? Ah, hier, die Treffe London. Da ist wieder Ei abgestürzt. Na, die können wir halt nicht. Komm, fliegen wir zum Flughafen hier. Ja, da vorne ist er. Naja, da kriegen wir wenigstens 5.000 für das Foto. Das andere war ja nix.
Was? Besiegt? Ich hab die abgeschossen. Hab ich gerade mitgekriegt. Habt ihr das mitgekriegt? Ich nicht. Was freigeschaltet. Training. Wen kann man denn trainieren? Mal gucken. Von der bunten Truppe. Gendergerechte Truppe. Ja. Ah ja, den kann man hier trainieren. Da wollen wir das doch mal machen. Ja, erstmal gucken, was haben wir denn hier? Das ist Sanitäter. Wieso ist der Sanitäter? Naja, egal. Was haben wir hier? Turbo, G-Schütze, Sanitäter, okay. Hier haben wir Ingenieur, Navigator, MG-Schütze. Navigator oder Ingenieur? Machen wir Ingenieur, weil das ist was Nützliches. Ingenieure können wir immer gebrauchen zum Sache reparieren. Jo. Machen wir die nächste Mission. Suche und Rettung. Ja, schon keine Lust. Was war denn das hier? Was waren die Schwermissionen? Operation Overlord, haben wir die immer noch nicht geschafft? Eieiei. Ja, machen wir das hier. Komm, gehen wir den Flughafen bombardieren. Muss ja nicht alles immer hier so leicht sein. Außerdem gibt es dafür ein bisschen mehr Kohle. Mal Mittel abheben. Pilot festmachen. Kurs festlegen. Das übliche halt. So, Fahrwerk einfahren. Drei Minuten bis zum Ziel. Machen wir ein bisschen schneller Vorlauf, damit es schneller geht. Schon was Neues. Na, kann immer noch keine Feinde markieren. Ach, das ist so. Da waren doch immer welche. Jawohl, da sind sie. Mal kaputt machen. Flakfeuer. Aufklärung über Funk an Profi hier. Benzin sparen hier. Hier. Schuss 18 ist genau hier. Ja,
die 20. Gleich hier. Cool, der Wunderknabe. Das ist eigentlich Platzschicke. Wir brennen. Ich konnte gar nichts sehen hier. Auf, schnell löschen. Da ist das Ziel. Markieren. Auf. Komm, wir gehen auf niedrig hier, mit dem Notsturzflug hier. Jetzt verschwinden wir. Komm, gehen wir hier schön lang. Ja, hier war doch einfach Flieger. Ja, schön markieren hier. Alle schön markieren. Ich finde schon auch nicht gut, dass die hier noch starten können, obwohl wir den Flughafen kaputt gemacht haben. Hier, Klappe schließen. Wieder der Rhein. Die Hob machen. Da ist das Foto. Komm, auf Foto schon machen. Geld in die Kasse. Was Brandmunition hier. Komm, Fokus. Du stehst ja hier auf, da, Sitz. Hier, machen wir auf Mager. Gleich in die Kanzel. Gut, da kommt der Feind hier, gleich markieren. Jetzt ist er da. Wo ist er dann? Da war er doch über. Aus alle Ecke hier. Jetzt werden sie uns durch den Arsch versohlen.
Das geht mir auf den Sack hier. Ich will das automatische Markieren wieder haben. Alles raus hier, Jungs, was ihr habt. Wir müssen die uns vom Leib halten. Sind schon wieder daheim. Da feindliche Flugzeuge in der Nähe. Kann man da mal mit Rakete drauf schießen? Ne, die sind fort. Gut. Ha. Das war doch erfolgreich hier. Das haben wir gut gemacht. Oh, nichts wie lande jetzt hier auf runter. Schnelle Vorlauf hier. Komm, und Fahrwerke raus. Da kriegen wir unsere Bombos und Gutschies. Ah, guck hier, jetzt haben wir ja 38.000 hier. Das schickt doch hier mal. Und ein bisschen die Crew und das Flugzeug auszurüsten. Das werden wir jetzt auch gleich machen. Die Crew ist doch ein bisschen schlecht ausgerüstet. Erstmal die Kuh ausrüsten. Schwere Flakwesten. Oh, das trifft sich doch gut. Weil man das ja auch so ausrüsten wollte. Ja, gehen wir mal gucken. Komm mal her, Pupsche. Was kriegst du dann jetzt hier? Flieger-Overall hier. Was hast du dann? Komm her, kriegst denn. Komm, tu mal alle Ausrüster. Das kriege ich alle. Okay, Kopfbedeckung. Ausrüster. So. Das kriege ich nicht all, weil er kriegt hier sein. Die Blue Hope kriegt ihr blaues Barett. So, damit so schneller zu Fuß ist. Aber er kriegt hier den schweren Flakhelm. Da kann man jetzt nicht auf alle Ausrüste drücken. Weil sonst kriegt die Blue Hope auch ein und da geben wir 500 Pfund für nichts aus hier. Das muss nicht sein. Ist ausgerüstet. So. Kriegst du auch ein. So. Jetzt gucken wir mal nach der Sauerstoffflasche. Kleiner. Nee, das kriege bessere. Mittlere. Mal gucken, wie sich hier das auf die Geschwindigkeit bei ihr auswirkt. Eine große, da wird es langsamer. Das wollen wir nicht. Mittlere, da wird es ein bisschen langsamer. Verstärkt, da wird es ganz langsamer. Wird aber ein bisschen.
Verstärkte große Sauerstoffflasche. Da wird es aber langsam hier. Hier müssen wir das auch so machen. Okay. Ja. Ich will mal gucken. Wo gibt es da mehr Panzerung? Ja, ah, der muss nicht laufen. Der bleibt sitzen. Auf, da kriegt er das. Der muss auch nicht groß laufen. Da kriegt er das. Hier auch. Muss auch nicht laufen. Kriegt das. Kriege all das, kriege all die große verstärkte Sauerstoffflasche. Macht nämlich die Panzerung. Bis hier hoch hier. So. Okay. Gucken wir mal nach der Weste. Leichte Flakweste, das ist ja nichts hier. Komm. Wird auch abgeändert. Kombi-Überlebensweste. Ah. Bildschwere Flakweste. Schwimmweste. Oh, hier werden die Füße wieder schneller. Hier, mal gucken. Das scheint mir doch recht gut für. Na, 7. Schwere Flakweste. Da wird es wieder langsamer. Gut, du bist zu langsam hier. Das ist nichts. Wäre aber gut für die Panzerung. Gehe bei jede Kält. Nee. Nochmal das. Komm, Ausrüstung. Die anderen kriegen all hier die neue schwere Flakfreste. Zack. Zack. Ganz schön teuer hier. 700 Pfund. Ganz schön teuer hier. Tun wir mal nach der Handschuh. Wollhandschuhe. Hier all die beheizten Handschuhe. Also warum die haben uns immer noch in den Stiefeln stehen hier? Sollte noch mal einer mal auf die darauf aufmerksam machen, dass das falsch ist. Da kriegt ihr Turnschuh. Jawohl, bist du schneller. Die anderen kriegen all hier die elektrisch beheizten Stiefelchen. Oder nehmen wir das hier. Verstärkte Lederstiefel. Ja, das hat die Turnschuhe gekriegt. Ja, ausrüste, damit wir hier schön über die Wolke fliegen können. Außerhalb, warte mal, außerhalb von der Flak, damit wir da keinen verpasst kriegen. Damit unsere Bube hier schön warm ist und Mädels. Feine Sache, das. Ja, mal hier gucken. Der hat es ja. Gut, haben wir uns nicht verdrückt. Hui, Kopfbedeckung, da haben wir da ja alles erledigt, hä? Das ist gut. So lassen wir das. Hier, guck, sind sie jetzt alle schön ausgerüstet. So wie es sein soll hier. Ja, gehen wir nochmal nach dem Flugzeug gucken. Da haben wir ja jetzt, nur noch 28.000. Was haben wir denn da? Hier, Motoren. Da können wir nichts machen. Geschütze. Gibt es ja auch nichts Neues, gell? Nee, bei den Geschützen gibt es nichts Neues. Hier, das wird interessant hier. Ja, dauert auch nicht mal lang. Da können wir die installieren. Da kommen die hier weg, die hässlichen Geschütze hier, die mit den langen Dinger da.
lange Läufe sehen doch scheiße aus hier, gefällt mir nicht. So, was haben wir hier? Komm, auf, installieren. Ah, ist der Bomber zu schwer? Immer nur einer. So. Ach, das geht. Wir hatten doch 4 Raketen. Wieso geht das jetzt nicht mehr hier? Das verstehe ich jetzt nicht. Oh, hier nach der Ausrüstung, das ist ja auch alles Systeme. Können wir das einbauen? Geht das? Jawohl, das geht. Radar, funktioniert das? Zu schwer. Zu schwer. Wenn wir mal nach den Motoren gucken hier. Mal gucken, ob wir irgendwas verändern können. Ich weiß nicht was. Das muss doch möglich sein, alles da ausrichten zu können hier. Ja, ja, wenn ich auf so einen leichten Motor, na, muss ich den installieren. Geht nicht anders da. Installieren wir mal so ein. Mal gucken, wie es sich macht. Nee, Systeme war das. Was wollte man? Radar. Komm. Volle Möhre, der Radar hier. Löschsystem haben wir auch. Hier Sauerstofftank. Haben wir nicht mehr genug Geld hier. Entschuldigung. Können wir eine Taube kaufen? Ja. Hier geht nicht mehr. Da kaufen wir hier eine Taube. So. Machen wir kein Geld mehr. Gehen wir nochmal ins Briefing. Hier machen wir nochmal eine Mission. Und hier, jetzt haben wir hier Geheimwaffe. Da könnten wir hier ins neue DLC gehen. Hier, das machen wir aber später. Das machen wir erst hier, wenn wir den Haupteinsatz hier fertig haben. Okay. Panzerfabrik. Nee, komm hier. Das ist doch Dings hier. Hier kann man doch schön farmen hier. Jawohl, Munitionslager der Batterie dort. Da können wir 2 Fotos machen. Das gibt Geld. Das müssen wir ausnutzen. Das ist auch eine schnelle Mission. Die haben wir schnell hinter uns dann. Komm, abheben. Festmachen. Gutisch. Ja, gut, das ist unser Täubchen hier. Das ist Täubsche hier. Sitzt neben am Lu. Der Tierfreund. Tut ihm das Täubsche füttern. Oh. Kurs setze. Genau. Haben wir hier das schon Spitzfeier? Nee, erst ab nächster. Erst wenn er noch einmal aufgestiegen ist, dann haben wir das wieder. Ach, was ein Klick. Ui, wir müssen hier Dings vorne reinsetzen. Komm, gehst nach unten. Auf. Klappe öffnen. Bombe raussuchen. Da ist doch was. So. Ah, das Fahrwerk ist noch draußen. Fahrwerk einfahren. Macht uns ja langsam. Ich mach gleich weiter, mach mal Foto. Oh, komm hier, Klappe schließen. Ui, schnell Foto machen.
ins Einsatzgebiet hier. Auch nochmal hier das zweite Munitionsdepot beschießen und dann geht's wieder heim hier. Schon. Mal gucken, ist irgendwas Wichtiges auf der Karte? Ah, nicht. Ja, da ist doch was. Nächste Dreiergruppe, die sterben will. Ja, das Ziel. Aber doch was. Ja, nochmal die nächsten drei. Ah, kommt nur, die eiserne Maid macht euch kaputt. Kaputt macht sie euch. Ganz vergessen. Versucht hier die Artilleriestellung zu beschießen, hat aber nicht geklappt. Komm, hier rein. Immer auf Mittel. Na, doch drauf gedrückt. So, feine Sache. Kurs festlegen. Keine Feindflieger in der Nähe, fliegen wir jetzt heim. Wo ist das? Mal nach dem Sprit gucken. Okay. Gehen wir mal auf Turbo, machen wir mal schneller. Wir können auch schon auf Niedrig gehen hier. Ist nicht nötig. Ui, Gummiseil, Kotztüte raus. Flughafen. Fahrwerk ausfahren. Ich beinahe wieder vergesse hier. Eieiei. Ja, mit dem Fahrwerk habe ich es nicht so hier. Das vergesse ich immer wieder. Mission, haben wir schön geflohen, war gut. Oh, hier 10.000 hier, das ist fein. Na, der Thomas will nicht aufsteigen hier. Hört mich. Mal gucken. Immer noch ein Flugzeug. Jetzt haben wir ja wieder Kohle. Gucken wir mal nach den Systemen hier. Elektronik war voll ausgebaut. Hydraulik auch. Radar auch. Löschsystem auch. Gut, bleibt das Sauerstoff. Ja, komm, installieren wir, dann ist das auch gut. Und hier nach dem Treibstofftanks, da haben wir noch die selbstdichtenden. Was sagst du, Unterschied zu dem hier? Ah, ne, wir bleiben bei der selbstdichtenden.
Das gefällt mir besser. Gute Ausrüstung. Ausrüstung ist ja auch alles Dreier. Alles fein. Ja. Der Rumpf. Ah ne, aber nach dem Überleben gucke hier. Guck mal hier nach der Taube. Komm, können wir jetzt hier die. Ja, installieren wir hier die Taube mit dem Hütchen. Das ist schön. Und ein Beiboot sollten wir uns auch anzulegen, hier, falls wir notwassern müssen. Alles, was die Chance zum Überleben höher macht, hier muss genutzt werden. Hier. Ah, was kostet das? Haben wir jetzt nicht mehr genug Geld, aber das wird dann das nächste sein, dann werden wir hier ausbauen. Entschuldigung. Diese Nummer 6 gehen hier, damit sie uns nicht hier die Flügel wieder weg so wegschießen können. Hier unter Bobbes. Und das ist der Bug vorne hier, wo die Jungs sitzen. Uns Hauptdeck hier. Das werden wir dann panzern auf die Nummer 6 und auf die 7 später. Das andere bleibt auf 5. Ich glaube, so ist das ein gutes Zwischenmaß hier. Mal gucken, was haben wir denn noch an Missionen? Mal schauen. Lasterfabrik, feindliches Ass. Feindliches Ass, und die sind doch alle weg. Ja, die von dem alten Spiel, das sind die Asse vom DLC. Die haben hier doch noch gar nichts zu suchen. Wieso sind die hier drin? Wenn wir die jetzt kaputt machen, da haben wir sie ja gar nicht hier, wenn es. Einsatzkarte. Wenn es hier zu der Geheimwaffe geht, da sind die ja fort, sind die ja tot. Unlogik. Naja, egal. Das machen wir nächstes Mal. So, da will ich mich jetzt erstmal verabschieden und ich werde ohne Zeug in der Box verlinken hier zu dem Thema hier mit uns ausrotten wolle. Es geht ja gar nicht hier, uns wegzüchten. Kulturen zerstören hier. Was sind das für Leute? Was fällt denen ein? Macht euch mal darüber schlau, macht euch Gedanken. Das dürfen wir nicht zulassen, so unkommentiert hier. Das geht ja gar nicht. Wehrt euch, Leute. Wehrt euch. In dem Sinne, auf Wiedersehen.